Moin und herzlich willkommen zu einem neuen spontanen Stream-Projekt, was natürlich nicht heißt, dass vorherige Projekte abgebrochen sind. Die möchte ich auch gerne fortsetzen, aber ich habe mir gedacht, das ist etwas, das hat mir, ich habe es in anderen Videos und Streams gesehen, hat mir sehr gut gefallen, ich habe es auch selbst schon angespielt und da habe ich richtig Lust drauf, auf den Gas Station Simulator. Das ist auch nicht so, ich würde nicht so sagen, so ein klassischer Simulator, denn das hat schon sehr, das ist vor allem ein Spiel, das hat Humor, das finde ich auch super. Und ich würde sagen, wir starten einfach mal ein neues Spiel und dann sehen wir schon weiter. Schauen, wie lange das lädt, dauert. Ach, guck mal, das geht super schnell. Das fällt mir nämlich daher auf, weil ich das auf einem anderen Rechner, auf einem viel langsameren Rechner gespielt hatte und hat das minutenlang gedauert, das zu laden. Aber der Rechner ist wahrscheinlich dementsprechend schwach. Boah, wenn ich ehrlich bin, das Tattoo finde ich furchtbar. Aber gut. Der Gas Station Simulator. So, und da ist ein Tanker. Da setzen wir doch mal zurück. Und kaufen die Bude. Glückwunsch, du bist jetzt der Besitzer der Dust Bowl Tankstelle. 12 Stunden später. Und wir haben hier schon die erste Nacht verbracht. Und moin, Felis. Schönen guten Abend. Schön, dich hier zu sehen. Okay, also wie geht's los? Finde und betrete die Tankstelle. Hinweis, während du etwas in der Hand hältst, kannst du es mit Right Mouse Button in den Mülleimer werfen und eine Punktzahl erhalten. Da fängt es nämlich schon an, was ich sehr witzig finde an dem Spiel. Wir haben nämlich das Problem, wir kommen hier nicht aus. Oder? Ach nee, geht doch. Ach, es geht doch. Ich habe noch nie versucht, an dieser Stelle zu springen. Aber ja. Wir sollen ja mal hier im Moment. Ja, komm. Und mit Schmagges. Moment. Oh. Fürs Spiel hat's gezählt. Highscore. Moment. Nächster Versuch. Diesmal treffe ich. Oh, nicht. Ja. Lass mich das nochmal richtig machen. So, mit Wahnsinnsentfernung komme ich. Ich will mal hier meine Ehre hier nicht kränken lassen. Von oben. Was ist Ehre? Ja, so sieht's auch aus. Moment. Wir haben ja noch genug Müllsäcke hier oben. Einmal will ich von hier oben noch treffen. Alter. Moment, wir haben's gleich. Ich warte einfach nicht lang genug. Oder ich warte zu lang. Das ist der letzte Versuch. Alter. Ich habe das Spiel übrigens schon angespielt. Das heißt, ich habe schon Übungen im Werfen. Komm, ich will, bevor wir weitermachen, will ich wenigstens mal den Container von da oben treffen. Mann, ich sehe den gar nicht. Moment. Ja, endlich. So, jetzt schmeiße ich den Rest so rein. So treffe ich wenigstens. So. Okay, weiter geht's. Finde und betrete die Tankstelle. Die ist nämlich hier drüben. Hier sind noch mehr Müllsäcke. Die kann ich noch nicht anfassen. Das geht noch nicht. Ja, Weg versperrt. Moment. Weg mit den Balken. Ich muss da rein. Tankstelle, hallo. Ach, ist das nicht schön. Guck. Folge dem Hochspannungskabel und finde einen Weg, den Strom einzuschalten. Hier ist nämlich noch kein Strom in der Bude. Das sieht man, dass hier absolut noch die Elektrizität fehlt.
Ach so, das sind bestimmt die Dämpfe, die von hier von dem Mülleimer aufsteigen. Die treiben hier den Ventilator an oder sowas. Das ist wie so ein Windrad, so eine Windturbine. Oder so, glaube ich. Egal. Wir gehen mal den Strom einschalten. Ist okay. Oh, da ist eine Stromleitung. Oh Gott. So wie das aussieht, kann das nur nach hinten losgehen, was da passiert. Wir werden sehen. Wir werden sehen. Hallo, Strom. Und Schalter umlegen und wir erwecken Frankensteins Monster. Geile Mucke im Hintergrund. Oh, und da hinten sieht man eine Skyline. So, nehme den Anruf in der Telefonzelle entgegen. Das Fragezeichen. Ja, zeigt uns den Weg. Übrigens, wo die Musik herkommt, das werden wir gleich auch noch herausfinden. Keine Sorge. Und da klingelt's. Nehmen wir mal ab. Congratulations on your purchase and investment, little nephew. It has been a while since you've heard my voice now, hasn't it? Yes, I'm a busy person. But luck would have it that the land you've purchased once belonged to my father. Since you are not only a potential business partner, but family no less, I'll do my best to help you. I will send you emails on a regular basis, providing you with information on how to handle each part of the business. Do make sure to pay attention. Well, I must head off now. It was pleasant speaking to you again. Good luck. Genau, hier unten steht, also unten hier in dem Fenster steht genau die Übersetzung von dem, was er am Telefon sagt. Da entgeht einem nichts. Gut, dann lese die E-Mail auf dem Computer. Wir haben eine E-Mail gekriegt. Vorne ist die Tür noch zu. Verrammelt. Und von hinten schauen wir mal. Da ist der Rechner. Boah. Wunderschön hier drin, ne? Das wird eine florierende Tankstelle werden. Florierendes Geschäft. So, hier ist der Rechner. Hallo. Tag 0. Hallo. Anführungszeichen. Ich verstehe das nicht. Anführungszeichen. Der Dialekt war nie wirklich meine Stärke. Was? Wie auch immer, ich habe gerade gehört, dass du eine solide Investition getätigt hast. Schade, dass du deine Wagen verkaufen musstest. Du hättest mich ja um ein Darlehen bitten können. Ich werde einige Tipps und Tricks zu deinem Vorhaben beisteuern. Meine E-Mails werden in regelmäßigen Abständen kommen, so dass alles übersichtlich bleibt. Das sollte dir helfen, diese Tankstelle zum Laufen zu bringen. Vergiss nicht, Gewinn zu erwirtschaften. Fange mit der Sanierung an. Fange mit der Sanierung an, Zapfsäule. Was? Okay, die Übersetzung von den E-Mails sind nicht immer ganz perfekt, aber. Ne. Oh, und mach dir keine Sorgen wegen des Geldes für diesen Teil. Wir sind schließlich Familie. Und was wäre ich für ein Onkel, wenn ich die nicht helfen würde? Was? Du kannst mich auf meine Hilfe. Alter! Wie viele waren das jetzt? In wie viele Fehler in einer E-Mail? Du kannst mich auf meine Hilfe verlassen. Ja, genau. Ich verlasse dich auf deine Hilfe. Was? Naja. Steig in den Minibagger. Er heißt Rudy. Moment, kam da gleich. Moment, genau. Das kommt erst später, wenn wir uns da schon reingesetzt haben, oder was? Da ist nämlich Rudy. Hallo, Rudy. Oben steht, er heißt Rudy. Unten steht Hinweis, ihr Name ist Rudy. Was denn jetzt? Es ist der Bagger, ne? Denn wir wissen ja, grammatisches Geschlecht ist unbedingt auch Gender und so ein Kram. So, dann können wir losfahren. Juhu, auf zur Zapfsäule. Denn wir sollen den Sandhaufen von der Zapfsäule entfernen. Okay, der Tag ist leer. Und wir haben schon zwei neue E-Mails. Das geht ja gut los. Auf geht's nochmal an die Tankstelle. Und lesen wir die nächsten E-Mails. Also. Neue Fahrt, Minibagger. Neue Fahrt, Minibagger. Okay. Ich sehe, dass du Rudy gefunden hast. Ich spreche von dem Bagger. Einer meiner Bauunternehmer hat sich, sagen wir mal, in das Ding verliebt. Irgendwann blieb der Name hängen. Also heißt er jetzt Rudy. Wie auch immer,
Ich brauche ihn nicht mehr, aber er könnte für dich sehr nützlich sein. Ich kann mir übrigens vorstellen, hier im Deutschen ist dieses ihn überhaupt nicht komisch in dem Satz, aber wenn er im Englischen him sagt, I don't need him anymore, ne, dann klingt das wahrscheinlich komisch, weil man würde einen Bagger normalerweise nicht als he bezeichnen, ne? Naja, gut. Das ist mir aufgefallen. Das wirkt im Deutschen ein bisschen komisch. Sei nun vorsichtig, er ist alt. Beim Sandsammeln, Left Mouse Button, überhitzen die Gänge gerne. Wenn das passiert, dann mit Right Mouse Button die Hitze ablassen. Wenn du es nicht machst, wird der Motor überhitzen und du verlierst Sprit. Und den Sand nicht einfach irgendwo hinschmeißen. Finde entweder einen Bereich außerhalb der Tankstelle oder suche einen dafür abgegrenzten Bereich. Technisch gesehen kannst du mit deinem Führerschein keine Schwerlastfahrzeuge wie Rudy fahren. Aber es ist nicht so, dass es in der Mitte der Wüste jemand. Moment. Aber es ist nicht so, dass in der Mitte der Wüste jemand es kontrollieren würde. So, jetzt haben wir es. Benzinkanister und Inventar. Ich bin sicher, dass du es weißt, aber ich werde nur kurz daran erinnern. Du benötigst einen Kanister, um Ludi aufzutanken. Öffne das Werkzeuginventar, Tab, um ihn zu finden. Und behalte das Inventar im Auge. Ich bin sicher, es wird mit der Zeit wachsen. Okay. Finde einen Weg, einen Minibagger aufzutanken. Ich finde einen Weg, indem ich dem stur dem Fragezeichen hinterherlaufe. In einer geraden Linie über die Kakteen. Das war bestimmt angenehm. So. Da ist nämlich was. Hallo, Kanister. Kanister. Mit dem Kanister in der Hand klicke mit Left Mouse Button auf die Tanksäule, um ihn aufzufüllen. Wenn er voll ist, klicke mit Left Mouse Button auf den Tankdeckel des Baggers, um ihn aufzutanken. Das machen wir doch dann. Moment, hier geht's lang. Das heißt, wir können jetzt mit Tab den Kanister auswählen. Und jetzt gehen wir zur Zapfsäule und füllen ihn auf. Und dann rennen wir zum Rudy und dann füllen wir den Rudy auf. So, hallo Zapfsäule. Einmal voll machen, bitte. Und jetzt rüber zu Rudy. Und rein da. Boah, voll mit dem Kanister ins Gesicht. So muss das. Und nochmal voll machen. Ich mach gleich mehrmals voll. So. Und nochmal rein da. Er hat einen großen Tank. Passen zwei Kanister rein. Und ich mache den Kanister gleich nochmal voll. Wir werden es brauchen. Wir werden es brauchen. Der Tank geht recht schnell leer. So. Und dann, Moment, abwählen. Und dann in Nodi reinsetzen. Und jetzt können wir den Sandhaufen entfernen. Einfach ranfahren. Da will jemand tanken, aber die Tanke ist noch zu. Das tut mir leid. Also auf der Straße, da war jemand kurz langsamer geworden. So, dann wollen wir doch mal. Da hinten fängt es an zu glühen. Wir lassen den Dampf ab und fahren zur Sandgrube. Sand Disposal. Sanddisposal. So. Zum. Und jetzt ablassen. So, dann haben wir das geschafft. Will ich den hier gleich stehen lassen? Weißt du was? Ich lasse ihn gleich hier in der Ecke stehen. Wenn wir den wieder brauchen, dann wird es hier in der Ecke sein. Ich lasse ihn jetzt einfach mal hier stehen. Öffne die Tankstelle für Kunden. Genau, los geht's. Oh, du hast eine neue E-Mail. Gut, wir machen erstmal die Tanke auf. Open. So, eröffne der Tankstelle. Du kannst die Tankstelle jederzeit öffnen und schließen. Nutze die freie Zeit, um die Tankstelle zu organisieren oder andere Aktivitäten zu erledigen. Rechts neben dem Hebel befindet sich eine Taste, die den Verkehr wieder in Gang setzt. Rechts neben. Oh, ja. Die Alien-Taste. Dann kommen Aliens und räumen auf. Falls sich Fahrzeuge festbacken oder so kamen. Das finde ich ganz cool von dem Spiel gelöst. Die wissen, dass ihr Spiel ein bisschen buggy sein kann. Und deswegen haben sie da gleich vorgesorgt und haben was ins Spiel eingebaut, womit man debuggen kann. Das ist, finde ich, super, super gemacht eigentlich. Und es ist super humorvoll gestaltet mit Aliens, die halt kommen und aufräumen. Vielleicht können wir das ja bei Gelegenheit mal benutzen.
Wir haben keinen Kraftstoff mehr. Ich mache einfach mal direkt eine Lieferung und dann können wir die E-Mails lesen. Moment, der Preis ist gar nicht so schlecht. Ich mache einfach mal voll. 2 Dollar ist so Durchschnitt. Mails lesen. So. Öffne und schließe eine Tankstelle. Du kannst deine Tankstelle jederzeit öffnen und schließen. Das stoppt zwar den Gewinnfluss, gibt dir aber etwas Zeit, um sich zu erholen. Oh, und es gibt einen magischen Trick bei dem Ganzen. Sagen wir, es dauert etwa 60 Sekunden, bis sich der Verkehr wieder entwirrt hat. Für den Fall, dass jemand, oder Gott bewahre, du die Straße vor der Tankstelle in absolutes Chaos verwandelt hat. Ach genau, das ist mit diesem anderen Knopf. Das ist mit einem anderen Knopf gemeint, genau. Aber finde ich cool, dass sie sowas eingebaut haben. Bestellen. Ist besser, als wenn man dann einen verbuggten Spielstand hat, bei dem man nicht mehr weiterkommt. Da die Werkstatt und das Lagerhaus in Trümmern liegen, kannst du vorerst nur Kraftstoff bestellen. Der Reiter dafür heißt Lieferung. Einfach, oder? Fühlen du sich frei? Ja, genau. Das ist aus dem Englischen dann feel free, ne? Wahrscheinlich. Fühlen du sich frei? Ist nicht ganz so gelungen. Die Vorräte in aller Ruhe aufzufüllen. Ich habe die Kosten selbst getragen. Wie ich schon sagte, ich bin hier, um mehr zu tun, als nur ein gutes Wort einzulegen und einmal im Monat ein Gebet zu schicken. Betrachten du meine Hilfe als eine familienfreundliche Investition. Ich erwarte große Dinge von ihnen. Erst du und dann ihnen. Also betrachte meine Hilfe als eine freundliche Investition. Ich erwarte große Dinge von dir. Diese Übersetzungen sind ja herrlich. Naja, gut. Oh, da will jetzt schon jemand. Moment, wie viel Kraftstoff? Achso, hier ist noch. Ach, die Kraftstofflieferung ist schon da. Moment. Moment mal. Ich glaube, nach dem letzten Update haben die Dinger mehrere Farben gekriegt, sonst waren die immer rot. Und ich finde es interessant, dass ausgerechnet er Kraftstoff liefert. Schau mir mal tief in die Augen. Huch, nicht auf die Stirn. Ich finde, es würde eher passen, wenn er Strom liefert als Kraftstoff, sage ich mal. Aber gut. So, und dann gehen wir mal rüber zum Tanken. Das kann man beschleunigen. Moment. Und dann müssen wir hier genau den Punkt treffen, den sie haben wollen. Die wollen nämlich immer nur eine bestimmte Menge tanken. Und wenn sie mehr oder weniger kriegen, dann wollen sie gar nicht bezahlen. Dann regen sie sich auf. Was ich nicht so ganz verstehe, aber es ist so. Teste deine Fähigkeiten am Arcade-Spiel, während du auf den nächsten Job wartest. Okay. Jetzt können wir nämlich dahin gehen, wo die Musik herkam. Genau, die Musik ist wieder da. Denn hier steht ein schönes Ding. Das Ding ist aber, das Spiel ist nicht hier drin, sondern hier in der echten Welt. Denn da steht nämlich so ein Fahrzeug herum. Und jetzt können wir uns hier mit diesem ferngesteuerten Auto 20 Dollar verdienen. Das ist wie so ein bisschen so eine Wette, denn wir müssen 5 Dollar bezahlen, um spielen zu dürfen. Mit WASD ist die Steuerung. Mit Leertaste kann man springen, das nutze ich aber nie. Und dann müssen wir halt in 1 Minute 15 alle Checkpoints durchfahren haben und dann kriegen wir 20 Dollar. Das werde ich jetzt gerade mal versuchen. Aber ich sage es gleich, die Steuerung ist eine Katastrophe, wenn man andere Rennspiele oder ähnliches gewohnt ist. Das Ding reagiert ziemlich empfindlich und die Sprungphysik ist eine Katastrophe. Aber gut, los geht's. Ich gebe mein Bestes. So, muss mich aber konzentrieren, weil man darf schon nicht so viele Fehler machen. Wie gesagt, die Steuerung ist eine Katastrophe. Deswegen will ich jetzt keine Zeit verlieren. Ich will ja hier kein Geld verlieren. Und das ist natürlich, wartet schon ein Kunde an der Zapfsäule, während wir hier noch Rennen fahren. Und jetzt kommt die schlimme Sprungphysik und, ach, okay, jetzt sind wir wieder auf Tempo. Nein, nicht weiterfahren. Oh Gott, das könnte schon so viel Zeit gekostet haben.
Nehmen die Rampe da drüben nicht mit, wenn es geht. Macht die Sache nur schwieriger. Oh, das sieht gut aus. Juhu! Okay, geschafft. Haben wir insgesamt plus von 15 gemacht dadurch. Hier ist das Fahrzeug übrigens. Da habe ich eben nicht drauf geachtet, wo das steht. Und eine neue E-Mail gekriegt und ein Kunde an Kraftstoff. Ich gehe erstmal in die Zapfsäule. Und dann, dann gibt es neuen Sprit für diesen PKW da drüben. Einen Moment. Ja. Ich lese es jetzt nicht durch. Ich weiß ja schon, wie es geht. So, beschleunigen und rein da. Okay, super. Und schönen guten Abend an Jan und an Neox TV. So. Das Springen ist ja realistisch. Ja, das ist. Ich bin froh, dass nur einmal, dass mich nur einmal rausgehauen hat dadurch. Durch die Airtime. Wie geht's denn weiter mit den E-Mails? Tanken? Ja gut, getankt haben wir schon. Ich bin mir nicht sicher, warum ich das schreibe, aber hier sind wir. Da ich nicht viel Zeit habe, werde ich mich kurz fassen. Tanken ist deine Haupttätigkeit, um Geld zu verdienen. Jeder Kunde erwartet eine bestimmte Menge an Kraftstoff. Überfülle den Tank und du verlierst den Überschuss. Je präziser du bist, desto höher ist die Chance, Trinkgeld zu bekommen. Wenn der Kunde viel Kraftstoff möchte, kann die Pumpe durch Halten der Shift-Taste in einen beschleunigten Modus gesetzt werden, um die Tanks schneller zu füllen. Ja, ich drücke einfach immer die Shift-Taste, beziehungsweise ich drücke die Shift-Taste einmal durchgängig und dann ist die für das nächste Mal schon voreingestellt quasi. Also ich tanke immer auf höherem Tempo. So schwierig ist das jetzt auch nicht, dass man da jetzt ultra... Dafür muss ich mich beim Tanken halt konzentrieren, aber es geht halt deutlich schneller. Kaufe einen Müllsack und nehme ihn in die Hand. Ja, genau, damit machen wir weiter. Werkzeuge, wir kaufen jetzt einen Müllsack. Der ist kostenlos. Wir kaufen kostenlos einen Müllsack. Und jetzt räumen wir auf, oder was? Moment, wir nehmen ihn in die Hand. Müllsack. Mit einem Müllsack in der Hand kannst du Kleinabfälle aufnehmen und Müllsäcke in Mülleimern ersetzen. Größere Abfälle wie Gerümpel oder gefüllte Müllsäcke müssen in Containern im Freien untergebracht werden. Müllabfuhr muss über den PC bestellt werden. Wenn du die Mülltonnen lange Zeit stehen lässt, fangen sie an zu stinken und entmutigen die Kunden. Okay. Sammle Kleinabfälle mit Müllsäcken. Moment, ich will gerade mal was ausprobieren. Kann ich hier schon? Ne, das geht noch gar nicht. Ach ja, interessant. Oh, Kunde an Kraftstoff. Ich mach gleich weiter. Moment. Alles. Genug? Ne, nicht genug. Nie genug. Ja, wie auch immer. Ich muss gerade mal was zeigen. Das habe ich, ich habe auch mal die Videos von Gronkh dazu gesehen übrigens. Und der hat anscheinend einen interessanten Bug entdeckt. Ich will gerade mal gucken, das funktioniert mit diesen Brettern. Ich will gerade mal gucken, ob ich den auch triggern kann. Oder haben die das gefixt? Vielleicht haben die das auch gefixt. Ich glaube, die haben ihn gefixt. Nein, die haben ihn gefixt. Oder? Das will ich nicht wahrhaben. Haben die wirklich diesen Bug gefixt? Ich glaube, die haben den Bug gefixt. Nein! Oh, das ist aber schade. Mit den Brettern, wenn man sich die Bretter unter die Füße hält, konnte man fliegen. Och Mann. Man konnte es zwar nicht vernünftig steuern, aber man konnte fliegen. Oh, schade. Ja gut, dann räumen wir weiter auf. Kam vor kurzem erst, vor wenigen Tagen, neues Update. Vielleicht haben sie das da drin gefixt. Moment. 20 Abfälle, da ist schon der erste Müllsack voll. Aber wir haben ja nicht nur einen Müllsack gekauft, sondern unendlich viele. Kostenlos gab es die. Auch hier Farbe und Pinsel kommen auch weg. Einfach alles. Aufgabe erledigt. Ach ja. Leere die Mülleimer innerhalb der Tankstelle. Oh, da ist schon der nächste. Moment. Bitteschön. Ich wollte gerade mal gucken, wenn ich hier noch T drücke. Was steht denn da eigentlich? Greife die Zapfpistole, während der Kunde wartet. Der Tankdeckel wird visuell umrissen. Betanke das Fahrzeug durch Interaktion mit dem Tankdeckel. Die linke Umschalttaste erhöht die Tankgeschwindigkeit. Treffe das Ziel, um bezahlt zu werden. Plus Trinkgeld, wenn wirklich nah am Ziel. Genau.
So sieht's aus. Und ganz unten sieht man auch, wie viel. Ich weiß nicht genau, was die Genauigkeitspunkte sind. Das ist. Aber es ist eine Serie, wie oft man das erfolgreich geschafft hat. Für jedes Mal erfolgreich tanken, zählen die Genauigkeitspunkte um 1 hoch. Und wenn man mal falsch tankt und wenn der Kunde nicht zufrieden ist beim Tanken, dann sinken die wieder zurück auf 0. Und ja, als ich so für mich gespielt habe, habe ich jedes Mal das zurückgesetzt, wurde auch neu geladen, weil mich das so geärgert hat. Weil dann wird jetzt alles die ganze Arbeit auf 0 zurückgesetzt, ne? Aber das passiert mir normalerweise nicht oft. Meistens liegt das an Bugs oder sowas. Oder wenn ich überfordert bin, weil viele Dinge gleichzeitig passieren, was noch passieren wird. Hallo John Siggi, schönen guten Abend. Eine regelrechte Abwechslung nach den vielen Malstreams wieder den guten Mo zu hören. Ach ja, freut mich, dass das anscheinend dann gut ankommt, wenn ich mal wieder hier zu sehen bin. So, die Mülleimer sind geleert und jetzt werden wir Großmüll und alte Möbel wegwerfen. Das heißt, Hinweis, größere Schrottteile, Müllsäcke und alte Möbel müssen in den großen Müllcontainer an der Tankstelle entsorgt werden. In großen Müllcontainern. Es gibt nämlich nicht nur einen, genau. Hier ist aber der nächste. Da ist noch einer. Dahinter ist auch noch einer. Und ganz da hinten, in der Nähe von dem RC-Auto, ist auch noch ein Müllcontainer. Je nachdem, ne, wo es gerade näher ist. Aber gut, dann räumen wir mal ein bisschen auf. 12-mal Großmüll wegschmeißen und dann können wir weitermachen mit der nächsten Aufgabe. Oh, Kundenkraftstoff. Hallöchen, die Dame. Wie viel darf es sein? So, $5 Trinkgeld. Das ist doch schön. Das nimmt man gerne. Propangas. Erstmal weg damit. So. Und diese Tonne auch. Huch, kommt kaum durch die Tür durch. Und nochmal Müll. Nehmen wir auch dieses Regal. Weg damit. So, kaufe einen Besen. Nehme ihn in die Hand. Nehme ihn in die Hand mit Tab und halte Left-Mouse-Button, um den Boden zu fegen. Hinweis: Achte auf den Balken in der oberen linken Ecke des Bildschirms, um zu sehen, wie schmutzig der Boden ist. Je näher an Rot, desto größer ist die Chance, einen Kunden zu verlieren. Genau. Die sind dann angewidert und verlassen die Bude gleich wieder. Wir lesen mal kurz die Mail, die kam. Fegen. Staub, ähnlich wie Sand. Und in deinem Fall sind die beiden praktisch gleich. Kommt überall rein und man scheint ihn nie loszuwerden. Nun, ich bin sicher, das ist dir bereits aufgefallen und trifft auf die ganze Tankstelle zu. Drinnen und draußen. Du bist in der Wüste. Das und die Tatsache, dass du es mit Kunden zu tun haben wirst, die unterschiedliche Manieren haben, mit anderen Worten, halte die Bullen sauber. Wenn du drinnen bist, achte darauf, wie sauber der Boden ist, links oben auf deinem Bildschirm. Wenn er dreckig ist, werden es die Kunden nicht mögen. Es ist gut möglich, dass einige die Tankstelle gleich wieder verlassen, ohne einen Cent dagelassen zu haben. Roter Zustand bedeutet viel Dreck. Du kannst deinen treuen Besen benutzen, um die Böden sauber und glänzend zu halten. Hole den Besen aus dem Inventar und fange an zu kehren. Können wir aber noch nicht, denn wir müssen den Besen erst kostenlos kaufen. Komisch, dass man das so macht. Aber gut, so funktioniert das dann mit dem Freischalten. Einfach, dass man die Sachen kostenlos kauft. Hallo! Da will jemand tanken. Bitteschön. So, und jetzt können wir. Und hallo Nico! Na, alles gut bei dir und ich finde das Spiel lustig. Hab gesehen, dass Chris das spielt von den Peets. Genau, da habe ich das erste Mal gesehen bei ihm. Der hat es ja gestreamt und da habe ich die Stream-Aufzeichnung mir angeschaut und gut, der hat noch ein Video auf YouTube gebracht, genau. Und dann hatte ich danach rausgefunden, Gronkh hat das auch gespielt. Bei beiden habe ich ganz gerne zugesehen. Und ich habe mir das dann auch selbst gekauft.